Plastikverschmutzung ist ein Problem ohne Grenzen, das kein Land allein lösen kann. Es braucht gemeinsame Massnahmen von allen. Letzter hat sich Duno darauf geeinigt, einen globalen Plastikvertrag auszuhandeln. Und das sind wirklich tolle Neuigkeiten. Es bedeutet, dass es endlich eine Chance gibt, das Plastikproblem zu lösen. Wir können das System wirklich verändern. In den nächsten Jahren werden die UN-Mitglieder darüber verhandeln, was in dem Vertrag steht, was er bewirken soll und wer das alles zahlt. Das Interessante an dieser Sache ist, dass Organisationen wie Trash Hero ein Mitspracherecht haben. Nach unserer Meinung muss der Vertrag Folgendes abdecken: den ganzen Lebenszyklus von Plastik. Angefangen von der Öl- und Gasgewinnung bis zu wie der Plastik genutzt und wie er entsorgt wird. Weil in jeder Phase gibt es Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf die Umwelt und auf das Klima. Aber wie soll ein guter Vertrag aussehen? Alle Chemikalien, die in Plastik sind, zu identifizieren und zu veröffentlichen. Plastikprodukte sollten gekennzeichnet werden, damit man weiss, was drinnen steckt und was für Auswirkungen sie haben. Die Produktion von giftigem Plastik sollte gestoppt werden. Die Produktion von neuem Plastik sollte weltweit generell limitiert werden. Die Länder sollten ein Plastikbudget haben und dann entscheiden, für was sie den Plastik wirklich brauchen. Strenge Designstandards für Kunststoff erstellen. Wiederverwendung und Reparaturen sollen gefördert und für alle zugänglich gemacht werden. Unterstützung von Branchen wie Landwirtschaft, Fischerei, Tourismus oder im Gesundheitswesen, den Plastik zu reduzieren. Den Export von Plastikabfall in armen Ländern stoppen. Verbrennung von Kunststoffabfall in jeglicher Form zu unterbinden. Internationale Normen zum Messen der Auswirkungen von Kunststoff zu schaffen, damit für Ursachen zur Verantwortung gezogen werden können. Die Überwachung der Kunststoffproduktion, Verwendung und was nachher mit dem Plastik passiert. Produzenten sollen Steuern zahlen, um die Überwachung und Kontrolle zu finanzieren. Schlussendlich soll der Vertrag für jedes Land rechtsverbindlich sein. Klingt doch gut, oder? Aber auch grosse Kunststoffhersteller sind an Verhandlungstisch gebeten worden. Sie wollen gemeinsam mit den erdölproduzierenden Ländern sicherstellen, dass sie immer mehr Plastik produzieren können. Sie drängen die UN-Mitglieder, den Vertrag so schwach wie möglich zu gestalten. Und das ist nicht fair. Das ist wie, wenn man die Tabakindustrie bittet, ein Gesetz gegen das Rauchen zu entwickeln. Bei diesem Vertrag soll es um uns und unseren Planeten gehen und nicht um den Profit. Was ist deine Meinung dazu?